Psalm 119. Nummer 119. Bring sie herein, denn es ist doch Raum in dem Netz, in der Königssaal. Oh, bring sie herein, fülle dann das Haus, so des Königes Haus, sei's.
Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich bin 12 Jahre alt, für eine Geschichte. Entweder auf der Bank oder hier auf der Trappe, die in der Tür. Oder kann das sehen? Ja, die andere, die weiß ich hier nicht, die hier auf der Trappe. Hier ist der Tür. Kann ja hafte jünd und mal werden damit gut gesagt? Nicht ich habe vielleicht nicht damit gesagt, aber andere hatte jünd, nicht? Ja. Haft irgendwer jünd und mal gespart hat? Hat ihr was so ihr Schmack gemult, dann bleibt der andere hält der Hebt nicht an. Er hat ein paar Fehl betet, Jan. Dann läuft ihr hier und wird sehr angestrengt, dass so ein Piet sein und dann frucht ihr, was das für eine Ernt wird, nicht? Und wo fällt die Hünd dann, ist der andere Hünd zu starten? Er hat dort haben, was du sehr wunder von bleibst. Dort haben, hat es von dir an, was wir den Bastard haben, bleibst du. Und auf einmal seht ihr irgendwer, das hat ihm noch nie nicht geschmackt, die Leute, so ein Ham ist dort. Wisst ihr überhaupt nicht, was ihr noch gemerkt habt? Jetzt Hünd hat scheinbar irgendwer so ein Bleibt von Hünd. Schein Bettje. Wo tau jeder nu? Wenn sie zu jüngsten Städtchen gesagt haben. Bloß schaff dich dann. Dort kreit rasch, ja? Wo noch? Jana, wie eine 8-jährige Mel, und sei gleich einmal säuer zu essen. Wenn sie mal, wo wir gerade älter wären, das erste jüngste sie einmal kommen an, tschetje, wo hat gerade man von der Ausreihe gemerkt im Eten. In ihrer Tante sorgt mir erst einmal noch ein Teil Scheinsmatt. Das ist Chips und Cake und was noch alles. Chocolate. Und ihr wisst noch, hat sich der Olser besäunt, in diesem Tag sind wir da, wie der Tag wir waren, bloß sehr voll verschieden sind. Und sie freut sich auch. Und wörtlich ist es bei dem Eten gekommen, sie nimmt sich eine Schiebe, dann denkt sie den Röhnen, wenn dann was sie sich nicht alles nehmen würde, dann sagt sie, du wirst ihre ganz beste Chips. Sie grobelt einmal nahe und nimmt sich eine Hand fallen, dann frasch, und aber das zweite Mal hat sie noch nicht ganz bei der Appelschiebe. Dann hielt sie auf einmal, würde wer her sieht, Naschwien. Dann schickt sie sich an und wird genervt nach ihr Cousin, was er gesagt hat. Dann schickt sie nach ihr Schiebe, die Vehicle sei erfallen. Und sie wüsste, dass sie gut, sie hat all den Trouble, dass sie sich vielleicht im Bett fehl anschaffen wollte. Aber nu hat er Schwein genannt. Er schief war ganz mörderisch. Die Uhr wird ganz voll trunen. So Leute schief durch Stunde. Und dann haben er Mama. Na, wir machen hier, ich wollte ja da und dann vertauschen sie das. Ja, grautet, die Seppel, sagst du. Den anderen Schwein. Und dann sieht Mama, die Cousin, was er gesagt hat, sonst jetzt sollst du nicht sein. Und aber sie sagt, Dr. Jana, nun darfst du ihr vergeben. Du darfst das vergeben. Und wie sie, dass du ihr vergeben hast, darfst du ihr gaudet. Dort leise sie nicht, dass dort schaufen wird. Würde ich leise, dass dort schaufen wird, wenn wir ihn Schwein nahmen und dann vergeben und gaudet sind? Seid wie wird sei er. Und sei post den ganzen und ihr ab, dass er nicht einmal dich bei den Kassen wird kommen. Da soll nicht noch einmal was sein. Dann ist es noch, nur dann der Klock nicht kam, hat sie bitte noch ein Graut 4 angesteckt, dann wurde sie dort am Satte. Und auf einmal merkt sie, wo sie sagt, kriegt Eva, und der andere sieht von 4. Du sagst, kriegt die Kassen, was er gesagt hat, aber die sagt, ganz allein. Der Schein besieht er satt. Na, und auf einmal wundert sie, woher ist es denn? Wo dann war China, wie er satt? Und dann fällt sie dort an er wieder zu, sie soll da hangen und sich besiegt, der du sagt. Aber nur stockst du, sie sind jetzt doch nicht. Sie ist denn nie gesagt haben. Und dann dachte sie, warum wird Mama gesagt hat. Und ab einmal denkt sie daheim. Wo die du seine Hand gewonnen?
Wenn aus der Dichter Bier kommt, auf einmal hier sie. Die Sorte am Stuhl, Kopf drauf. Dann sagst du, wie unwürdig die Schuld, wie sie ihn beschadet. Dann hielt sie die Rot. Ganz einsam sollte du. Dann schlaf sie sich in Stölde, bis sie die Haaren sah sie sich der Buvedul. Und dann sieht sie, warum rast du? Und sie wollte gar nicht mehr tätchen, die Kassen wollte gar nicht. Aber auf einmal schriecht Jana den Maut und dann sieht sie, ich vergebe dich. Dort hat mich sehr weit. Dort hat mich sonst jetzt aber ich vergebe dich. Meinst du wirklich? Ja. Wer war der Freund sein? Und Jana fällt dann eher, weil sie sich so freut, dass sie verjebt hat. Und sie wundert, ob sie das so erklären. Wofern sie sich nicht fällt, aber sie dort auf einmal sagt, wo die Kasse nicht anfängt zu strahlen. Dort war er bereit, wie. Dann wirst du sie Brück nicht verteilen. Der wirst auch wahrscheinlich sein. Wo je andere verjeben, geht es wiese, wenn die Jünger auf einmal nicht was geht tun? Dann schaue ich nicht drei Dose anzuholen. Habe ich noch bei Hölle, was ich für ihr Sonntag sehe? Einmal der sie geschehen, am Wort jettet. Wer hat jett? Und was ist das andere dann? Vergeben. Noch eine Geschichte für uns alle, aber besonders für uns Grote. Manche Afrikaner gehen einen Sturm, der war auf einmal an und ihr ernt, wie wir sehr verstohlen. Bloß dort ging schien nicht danach vorbei, dort nicht was Futter gekommen wäre. Und das Häuptling, der Eberstadt, der hat sich auf einmal entschlossen, er wird für sich, als er nicht mehr bedrehen, das Problem mal lösen kann. Dann gab er bekannt, wem wie du mit Finger war, beim Stehlen, den je wie 40 Häfen mit dem Pitch, am Rehe. Und dann ging noch was nach der vorbei, also dort nicht, den ich hier reppe habe, aber dann eine Nacht wird es so weit. Dort wird eine Nacht, aber die Menschen wieder rein abgerechnet, nun haben sie den endlich mal gefangen, wer dort zu tun hat. Und die Häuptling wie dann auch seine Frau und Hand und ich war für die Ordnung schaffen, dann haben wir das Problem vor dich. Und als aber du kommst, wo sie dann das Meeting haben wollen, dann sag er, der Teuf, was wir seine Mama. Was haben sie bereit? 40 Herren mit der Pötsch am Rehen. Das will er aber nicht. Seine Mama darf ich rassen und das wäre so, die Häuptling selbst, wo die Arbeit besorgen. Was würde ich für eine Lösung nicht haben? Wir müssen bitte entschuldigen, nicht? Na, das ist eine Mutter, das haben wir in der Alter früh, das haben wir nicht so nahe abgekriegt, nicht? Und ja, irgendwie wird besonders so, wenn wir was berät haben, dann ist dort berät, und du wir nicht und du. Aber auf einmal fall am eine Lösung bei. Und er sagt, bring dir du am Pool an. Bringen sie dir da an. Und dann schaue ich mir mit der Pitch an. Und dann geht er der Pitch einem von seinen stärksten Männern. Und dann stellt er sich hinter seine Mama an und denkt sich so, Eva, seine Mama, Eva. Wer schließt euch erst? Dort vergeben. Vergeben erst nicht bloß sagen, ups. Oder sagen, no, das ist okay. So stellen wir uns Vergebung für unfair. Das Bild an uns erst zwei Personen, was im Kleinbass hier zu tun haben. Und dann sehr schafft ich sich und sage, ich versäh die.
Aber die Kosten sind dort keine. Wort für Bild die Vergebung als Sohn. So eine Vergebung ist auch in ihr Anleib die Menschen nicht verändert. Wir können uns nie nicht selbst entscheiden, verletzt zu werden. Das Verletzen kommt immer von Bitte. Das passiert uns auch beim Schaf auf einmal. Normalerweise wird keiner von uns in Maße nehmen, sich selbst mal verletzen. In Charakter dort, aus körperlichen Verwundungen sind, als auch im Geistlichen, im Säulischen oder in unserem Gefühlsleben, auch Verletzungen. Wenn das Körperliche durch Schlone in Maße kommt, dann kommt das Säulische und das Geistliche durch Wied. Oder sogar durch was ein anderer Dät, oder wurde sich benannt. Du sind die Ausnahme, wie Hans wird angebildet, die anderen wollen uns verlassen, dass wir nie nicht sein Ziel. Dann können wir vielleicht einmal sagen, das hast du dich selbst gewählt. Aber auch noch nicht wirklich, wenn es dort wie einmal den anderen sein benehmen, dem sie wird, dem sie daunen. Du, wenn wir das behalten, dort verletzt zu werden, das ist nicht unsere Entscheidung. Und gerade dort das Wunderscheine von einer Gemeinde Gottes zu sein. Du stellst du dir eine Stadt hin, wo alle die Verhältnisse die schmieden können. Den Tag, wo du entscheidest, ich wollte die Gemeinde Jesu Christi hier, dann bist du auf so eine Stadt dort. Wir haben hier die Stadt Burtok, auf Englisch ist das mehr so vulnerabel. Du bist nicht verletzbar. Und wir proben aber sogar eine Gemeinde Gottes, uns alle Wege wird Raum zu stahlen, wo sie uns nicht wollen verletzen können. Was nutzt du dann, eine Gemeinde zu sein? Hier sehe ich, hier sehe ich, sei mir, was du weißt. Wir sind breiter, wir sind oben, das ist nicht waschen. Und dann braucht das Vergeben. Wann wir uns dafür entscheiden. Jeder Mensch, der verletzt wird, ist nicht waschen zwei Sachen. Du wirst entweder vergeben oder verbessern. Nie nicht beides. Wenn du vergeben wirst, wirst du nicht verbessern. Und wenn du verbessern wirst, dass du never bewiesen, du hast nicht vergeben. Die zwei kommen nie nicht auf. Und denkt auch an Charakter wichtig ist, dass dort im Morgen verletzt wurde, wie nicht meine Entscheidung. Verbessern für jeden sind 100% meine Entscheidung. Ein verbesserter Mensch und ein Mensch, den du vergeben hast, das wird beides ihre Entscheidung. Von einem Mensch, der vergeben wird, wo wir nie nicht hören, der sagt, na, wenn du mich so und so, dann hast du wegen vergeben die. Das ist nicht wegen den anderen, dass ich vergeben. Und gerade so wenig ist das verbessert auch. Aber wie das verbessert, hier wieder für einen. Wegen den anderen sie ich verbessert. Nee, das ist deine Entscheidung. Was ist dann nun vergeben und verbessert? Verletzt worden bedeutet ja nicht, ich weiß ja. Das ist eine Wunde an mir. Kriegst du es körperlich wie, so kann es an mir auch weiter. Kriegst du es dir so gerne, dass bei dir dort Schwein gesagt wird, ja, dort dort an er wei. Vielleicht sind wir dort sogar noch von Böte, das sind Throne, aber nicht immer. Einige Menschen verstehen sich dort der Totenschlitte. Die Gläubigen mit nicht an die Weide denken, wo die Weide auch wach sind. Das stimmt nicht. Weide auch gerne mal heilen, wenn Vergebung da ist. Das ist das Einzige. Was ist dann nun vergeben und verbessern? Und wie macht die Vergebung und denke, was ist Vergebung nicht? Das finde ich am meisten kriegt, welche aus der Weite was vergeben ist. Wie hier finde ich auch allerhand selbst trage Schöster, das ihr vergeben. Sei ja scheine Falsches, die interessieren uns. Stellen wir den Status oder ein Profil, wo immer. Warum ist das falsch, Arash? Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Vergeb andere nicht, wenn du sich Vergebung verdienst, aber wenn du die Frieden verdienst. Warum ist das falsch über Vergebung, Arash? Verdienen? Deserve,
Keiner von uns verdient sich Frieden. Nicht einer. Wenn wir von Verdeine reden wollen, dann kommen wir bloß auf eins. Verdammnis. Dort verdienen wir uns. Wo Frieden hat, dort ist nichts von Verdeinen. Und wo dann noch erreicht ist, you deserve peace. Ich verdiene Frieden. Mir geht nichts an die. Für jeden, dort deut noch wahrer wegen mir. Wenn wir so eine Vergebung und Jesus seine Vergebung nachholen und Jesus nachholen, wo prass sitzt so ein Ut? Wo hat Jesus uns vergebt? Denn dort einmal war Frieden hat. Wo sagt Jesus? Nee. Dort wir alles um uns holen, das Ganze, nicht wir, wo Jesus sich selbst noch will totraten. Dort ist nicht vergeben. Und das Nächste, das jaft Trühe Brüder und Schwestern und ihr Angst, über die Hase zu holen, vergeben erst das Salzjus verjeten. Und die Stunde der Fass ab. Wenn du nicht verjeten kannst, hast du nicht verjeft. Wo ist in der Bibel so eine Vergebung ist dort? Sogar war der Mutstock ist immer Jesus seine Vergebung. Wie weit dort an unsere Sünde denkt Jesus nicht mehr. Dort stimmt. Aber gleich wie wird der himmlische Vater dort verjetet, wird ihm dort gekostet hat? Nee. Dono, wir sind immer menschlich. Wir glauben immer, wir können alles fern andauern. Grau und clean und männlich. Und wenn wir so menschlich denken, dann muss man menschlich wieder merken und sagen, eine kleine Sache ist leichter zu verjeten als eine große. Dort mal, wo wehrhaft einer wird Fut genommen, was meint wir, beim Game spielen, er hat dort mal, wer wo ganz rastig sein, mit Fleet den Trock verbühlt hat. Wohnt es leichter zu verjeten? Dort stimmt all. Ein oder andere war die leichter verjeten. Aber verjet es nicht im Mutstab, wo du dich verjeft hast. Denk bloß mal an, was du heute drehst, das Geschichtebuch heute The Happening. Kennt das ja. Von Amische, schuld mir alles. Du kommst einmal einer Hahn in der Amische Schule, die Jungs macht alle Rüte, die mir alles hält an der Beine, und dann haben wir viel von der Deutschen geschoten. Die Amische Lieder, gleich wie war die Bad von dir für jeder. Sogar wenn du noch gut reden hast und sagst, das muss so sein. Aber wenn du da wirst, dann deine Tochter hier was wir. Und was wird es sein, dass sie vergeben? So ist eigentlich die Geschichte von dir noch behauen haben. Und danach, oder bei einer ganz Karten, wie dort Schulhüstchen, rein ganz Wascheplocke, das wie ihr pflicht. Da wird kein Mensch aus dem Reporter kommen und noch Bilder merken und immer sagen, hier wird es, hier wird es. Dort wird Vergebung. Dort, wo wir hier waren, dort ist nicht neidisch, dort wie den, er schaut sich Luther noch selbst dort, dort wie du einmal nicht von Rede war. Und sie büde die Welt früh ein Hüschen. Und sie checkt die Tiding, wie hart es verjeft. Aber verjete? Nächstes Wort für uns, Simon, hier, du Mats vergeben. Du Mats vergeben. Wo ist so, dass wir Mathe? Du hast den Befehl wie Säle. Aber bei Mathe? Verzeihung? Nee. Oder, ich vergebe die. Aber. Nun stellt du ihn fair, der himmlische Vater wird uns auch so dort vergeben. Ich vergebe ihn, aber Vergebung hat keine Bedingungen. Keine. Und wenn du Bedingungen stellst, hast du nicht vergebt. Du hast nicht noch einmal was über Raum nur. Ich habe dich verzeiht. Das Ding ist nicht zu sehen. Vergebte wurde vielleicht noch nicht kurz. Und wenn es wie menschlich sind, läuft ich noch einmal an den Rat zu nehmen. Niemand von Bett Briefe, niemand von Bett Apostel. Dort ist nicht Jesus deine Verzeihung. Und da ist auch wie wiedergeben. Dort schmackst du Wort Verzeihung, erst wie es Jesus ans Salz mit zwei säuerscheinige Geschichten in der Bibel.
Der eine ist in Matthäus 18. Matthäus 18, Vers 21. Da hat Petrus auch die Frau über vergeben, verzeihen. Petrus kommt in den Arm, Vers 21, und sagt: Herr, wieviel Mal wird mein Bruder jen mir sind, und ich soll immer wahrer verzeihen? Bei 7 Mal? Verteilt wird dir dann, die jüdische Tradition, wir 3 Mal den Tag brauchst du den Menschen mal vergeben. Mei ist dort, wir von dir nicht verlangen. Und heute kommen wir mit der Doppelte, nur noch ein Puffen ab. Dort wird Jesus doch ein bisschen beeindrucken, wo viel geistlicher Heil wie es die Pharisäer. Und dann sagt Jesus: Nee, ich sage dir, nicht bloß bei 7 Mal, aber 70 Mal, 7 Mal. Und dann verteilt er die Geschichte. Wie vergleicht ihr das himmlische Königreich mit einem Mensch, einem König, der fängt an seine Rechnungsdarstellung zu gehen. Der sagt, das hier von mir geliebt, und der sagt, so eine Zombie, Michel. Nun fängt er an auf zu rechnen. Vers 24. Und dann kommt er bei einem Sadel, der Mondebube, der hat von 10.000 Talente geschuldet. Dort wird so viel sein aus 200.000 Jahren Schafe. Wenn er würde noch mal die Schuld betonen. Wenn er auch sein Lebenszeit schaffen würde, was dort für ein Prozentsatz von der Schuld würde er holen? Dann würden wir uns dann noch keine alleine bauen, noch mal eintan. Wo hast du so eine große Schuld? Jesus vergleicht das hier mit dem himmlischen Königreich. Wo sind unsere Schuld von dem himmlischen Vater übt? Würde 200.000 Jahre schaffen, du vertraut ihr? Und dieser hat nicht zu betonen, dann sag ich dir ja nicht, na, dann halt gut, verschaffst deine Früh, deine Tänger, aus Glauben, die selbst auch noch. Und dann tust auf. Was für Drebs und Zahnewut. Und dann saßen 20, dann fällt er durch, und sag ich dir, bitte, habt ihr Schuld mit mir, ich wollte alles betonen. 27, die Tänik von diesem Tänach ward von Erbarmen bewegt, Leute haben frei, und dort Uitstunende streckt am Alla. Dort ist für jeden. Uit wem's fob ist das gekommen, diese Schuld? Schuldstrecke meint so viel, ich nehme das, wenn ich die Schuld gemerkt habe, ich sehe nicht die Schuldner. Dort ist, was Schuldstrecke ist. Dort ist, was für jeden ist. Dort ist, was das Chinese steht. Den grauten Klampe hier, dort kannst du mich anrechnen. Für jeden ist nicht bloß irgendwo proben, mit von Boven Eva Waffe sein, das wir du nicht mehr an denken kann. Für jeden von mir sieht es einfach, dort wo du mich damit deutst, dort wo du mich verlassen deutst, dort nehme ich es, wenn ich die habe, das nicht meint. So ein Strom mit Bild. Das nächste ist an Lukas 15. Lukas 15 hat 3 kleine Geschichten. Und die Drade davon, glaube ich, ist das Schönste, was Jesus jemals verteilt hat. Wer weiß auswendig, von was du sagst? Wo ist die Geschichte? Das hat ihm verloren sein. Also, das Verlorene, Schub, der Verlorene, wo? Sehen, das ist die Drade. In der zweite Tür. Der Zentner wurde verloren, wie von dieser Früh. Jesus fängt mit der Schubke an und an dem Zentner und dann kommt der Bad, so zu sagen, die Krönung von dem Ganzen. 15, Vers 11. Und er sieht, ein Gewässermann hat 2 Jungs. Und der Jüngere von dem Bad sieht zum Vater: Vater, jaff mich nicht all dort, wo ich noch mal oben war. Und andere wieder, ich würde wünschen, die wir schon längst mal dort, wie mich einfach zu oben. So kommt er in dem Vater. Und er hat das. Wie viel Nörsch von dort, der Vater noch weit, was alles versagt hat. Trürig, was er wollte, was er, aber er hat das an.
Und nicht nur viel, ja, aber dann ist der Jünger auf einmal wach. Alles merkt und nun wird er nochmal von den Eulen wach sein. Der wird dann nicht bloß einmal andere. Er hat nun nicht gerackert. Dort lebt er liederlich und verjährt rein alles, was er hat. Und als er alles verbrockt hat, dann kam eine große Hungersnot in Jan Land. Und er fängt an, Mangel zu leiden. Und er ging an und dann sagt er, er hängt sich an einem von den Menschen. Das bedeutet einfach so, er hat klar, du wirst mir das Arbeiter an die Markt, wo ich nicht mal fortgehen. Du machst mir den Arbeiter haben. Und er schickt dann, man schließt sich mal ein Bestab ab, schwingt er heute. Und am Jank hat einfach mal an den Schwinstrach nachzufuten, mal ein paar Hängfall abzuäten. Ob er China geholfen dort frei hat. Nein, auf einmal kämpft er an sich selbst und dann sagt er, wenn ich mich dort überlege, so viel Arbeiter haben mein Futter, der hat nie nicht irgendwo Hunger zu leiden. Ich sehe das sehen. Und ich muss hier schier vor Hunger sterben. Ich war abstunden, dann wollte ich mit meinem Futter gehen. Dann wollte ich ihm sagen, Futter, ich habe gesündigt hier in den Himmel und verdient. Ich sehe nicht mal, wie die sehen genannt worden. Merkt mir, weinst du es den Arbeiter? Auf was ich Fentrasche lasse, wo er dem Futter nicht ankommen wird. Und dann stand er ab und ging in seinem Futter. Und als er noch weit auf war, sagte er sein Futter, wo ist der Futter gewesen? Der rein ganze Zeit hat er gelernt, der wird noch mal zurückkommen. Der will nicht bei der Arbeit. Pien, ich habe einmal gecheckt, all die Jahre, wo kam der, wird er auf einmal kommen? Und das hat er sich so am Kopf genommen und gesagt, sein Sehen, als der noch weit auf war, kann er dort auch sein, der das sagt. Und das ist Vergebung. Die Futter, der Rand am Entgehen. Futter, das hättest du anders tun sollen. Du hättest das Bärne sagen, um Unkastasch, wenn du dort schon sein hast, nicht schämt er an. Dann nein, du sagst. Lass ihn erst mal anputtern. Lass mal sein, dass du ihm wirklich Verzeihung will. Dann, wenn die sehen, wo er angepottert hat, dann wurde er dem Hatidin gescheit, dann wurde er gesagt, ich will mal vor dich machen mit Unkassete. Und an sich wurde er so gedacht, dass es die sehen, mir all diese Jahre haft Herzeleid gemerkt. Du sollst einfach mal ein Bett feilen, was ich mir tun habe. Und dann, wenn er ist, wurde er Unkassete, dann wurde er rückgegangen sein. Und dann wurde er den Witzer von Bobo gecheckt und dann wurde er gesagt, das seht ich die nicht. Wenn dieses Stittwurst von Tüskunen dort kommt und ja keinem sehen ran, ich habe die damals geworden, du jängst bloß. Was fährst du nicht? Wo warst du die nach den Hüsten gekommen? So wird uns dort möglich sein, wenn die Geschichte verteilt wird. Da wird wieder mal wo ein Rascher noch mal, wenn wir uns wo Weihe tun haben, den auch noch mal mit Druck abzulassen. Aber du wirst nicht von uns dort. Die Futter, die Rande, man den Fall gesehen, ein kleines bisschen bekannt hat, dort verzeihen. Woran wirst du lernen, bei dir, was sich an dir nicht verschuldet hat, dass du erst mal was kommen aufbrachst? Mit dort mal mit Jesus seine Vergebung am Kreuz. Dort verfällt dieses nicht so eine Vergebung ist dort. Dort ist nicht mal Vergebung. Dort fordern. Und dann randet man den Fall um den Holz und küsst an. Und dann sah ich die Seele. Futter, ich habe Sünde, ich gehe in den Himmel und verdiene. Ich sehe nicht, wie die Seele genannt wurde. Und jetzt hört sich so die Futter, hört dort nicht mal, was der Junge sagt. Der fängt bloß an, Fußalters zu geben. Nun los, die weite hier, wo der Ball ist, den wir abgemacht haben. Nun lass ihn mal schwarz schlachten und holt mal das beste Kleid und trägt ihn dort. Und hey du, wo hol du mal den Ring und du erst mal Fuß schau holen. Und dann wollen wir mal freilich sein. Merkt bekannt, wir haben die auf vier Ohren. Wir haben fast. Das sehen wir dort in Wald lebendig, den wir verloren in Wald gefangen. Nicht ein klein bisschen hier von Vater. Nicht ein klein bisschen von dort sei er fein, dass du drei gekommen bist, aber nun will ich mal seine Wörter, Matthias, als sich dort einmal geändert hat. Renn nicht. Von der Verzeihung will wir lernen. Der himmlische Futter ist dort kreit. Wem von Jünd
Haf der himmlische Vater Bedingungen gestellt, aus die wollen nicht ankommen, aus die Vergebung an Jesus annehmen. Wo hat Gott uns Bedingungen gestellt? Erstmal wollen wir seine, dann wollen wir wieder merken. Nur nicht. Wo nehmen wir uns dann die Freiheit, so ist dort zu vergeben, weil das doch keine Vergebung ist. Die einzige Jahr der Mutstag noch einmal, das ist die Vergebung von Christus. Wird es dann nicht verbessern? Wenn Vergebung dann nicht ist, die Schuld hat mich nehmen, die andere ist rein ganz frei, ich habe keine Bedingungen gestellt, wo sie es verbessern? Dort fängt ihr rein Fuß an Lukas 15 von dort wieder. Dort schmackste Bild über Vergebung und dort passendste Bild über Verbesserung. Die sind ganz dicht tot. Vers 25. Aber die Älteren sehen, die wir bestarb. In aus seinem Haus kam, da wie so fein gehörsam gewasst und so schmack gewasst all die Jahre, Emma hat er geschafft mit Blut. Nicht kam er dich bei, dann hielt er. Spell, Tanzen. Dann raubt er sich ein von den Arbeitern, er ging nicht mal als nur seine. Er hat wohl irgendwo eine Ohnung. Was ist das, was hier angeht? Und der sagte Amen, Vers 27, dein Braut ist gekommen, dein Vater hat den Kopf, schlacht die Lute, willst du das Gauten gesund reinkommen? Er wurde aber zornig und wollte nicht mehr anwohnen. Die Vater macht noch nicht in den Rüt kommen. Verbesserung fahrt immer. Und die Vater, der redet am Tauber, tick mal, wie haben ihr all die Jahre gelernt? Na wie, das ist vielleicht gelehrt, die Vater hat gelehrt. Die älteren Brüder seine Verbesserung, die fängt nicht hier an. Von dem Tag, wo die jüngeren Brüder waschen gewonnen wird, von dort hat er an den sein Hort gebrödelt und gekehrt, das Bruder, wo regt ihn dort nicht wieder. Und wo ist die Vater bloß noch so barmherzig, in den ich umweg, wo den aber seine Furzelkarte eingewiesen hat. Und dann sagst du, ein Schmidt, dem Vater dort noch fährt, du den so verjäfft hast, das bloß arrasch. So viel Jahre deine ich die all. Aus dem Schnarch. Ich habe noch nie nicht einen von denen gebaut, die Brücke. Und mir hast noch nicht mal einen Kalsenbock gejäfft, und ich noch mal gut haben können, mit meiner Freundin mit Frau sein. Nicht schon das sehen, mit Hören ist er taub gewesen. Dort, wo du taub geschafft hast, dort hast du bloß Fut geschmettet. In dem darfst du dir Kopf. Dort ist ein Beweis von Verbesserung. Er kann dem anderen die Verzeihung nicht mal. Der soll erst noch mal mit leiden. Für dort, was ich alles all die Jahre getan habe. Na noch, ich musste nur noch die Doppelte rackern. Die jüngere wie ich fort. So ist die Verbesserung. Weißt du, was das Problem ist? Ein verbesserter Mensch nennt sich nicht verbessert. Der nennt sich bloß verletzt. Dort, wo dann verbesserte Menschen schwere Menschen sind. Sie sind nicht verbessert. So ist dem hier tun haftet, ja bloß immer um die Verletzung. Woran ist dann der Mensch aus dem Mensch verbessert, ist oder nicht? Kriegt an diesem. Verbessert und unverzeihlich. Hat dieselbe Meinung. Unverzeihlichkeit und Verbesserung. Das ist dasselbe. Wie können uns ein paar Sachen mal feststellen? Menschen, die um Vergebung geht, dort sind Menschen, die waren nicht rein allmählich davon verteilen, was neu geworden ist. Aber Menschen, die verbessern, das ja. Sogar fremde Menschen verteilen die Probleme in den kleinsten Details. Das ist ein Beweis von Verbesserung, nicht von Vergebung. Menschen, die das an Vergebung geht, der geht das um so weniges mehlig zu verteilen, wie wollen das Problem lösen. Verbesserte, die haben an sich in Vergnügen unsere ihre Sünde abzunehmen, so ist die mich haft. Von Büte sagt das immer, sei er ernst, trunen sie wieder. Aber woran macht er das ein, nicht das andere Mal verteilen? Und wie weit dort in Wien an oder irgendwo anders die alte Geschichte abbringen. Dort ist ein Beweis von Verbesserung.
Ein Mensch, dem an Vergebung geht, ist leicht zu checken, wo hat er einmal wo was zu tun, woran kommt das? Der erste Sieg, der vielleicht einmal wie sagt, könnte von mir herkommen, dann verbat er das nicht. Der ist schuldlos. Menschen, die das an Vergebung geht, sind wahrlich den ersten Schritt zu merken. Was war wir tun? Ich will mal was tun. Wie war das auch regeln? Nicht verbattert. Ein Mensch, der all verbattert, der hat klar die andere, was in rein Gunsten wahrgekommen. Menschen, die das an Vergebung geht, die reden leicht von, was war das so heiß? Oh ja. Verbattert der Mensch, sagt das Wort nie, nicht mehr so sein aus Eier. Dort hielt sich froh, dort sind jene Haule. Was läufst du, wie wurde das Pfarrer so heiß? Oh ja, das war nicht mal. Das ist Verbesserung. Menschen, die das an Vergebung geht, sind reut, die Person unterreden, an wem es sich das dann handelt. Aber nicht verbessert. Oh no, und wenn ich noch wurde, nicht so, wenn ich noch wurde, der wird reinfurt, dort und dort ein Jahr in Trey holen. Wo weißt du das, Ola? Dort bildest du dir deine Verbesserung an. Menschen, die das an Vergebung jetzt in seiner Reihe der Vergangenheit Tochterlut, für jeden nicht unbedingt, aber Tochterlute, wie waren die nicht mehr einen Mastlampe rumweilen? Aber nicht verbetterte. Sogar wenn sie in ihrer Meinung nur verjäft haben, dann sagt er, trägt sie wieder. Dort wird mal eine Schuldjahre passiert, wie im 40-jährigen Mond, das möchte ich von dir immer wieder erwähnen. So ist Papa einmal getan hat, so ist die Wirt mir mal deut. So ist meine Tochter mir mal haft. Hast du verjäft? Ja, verjäft hat die. Aber weißt du, dass die mir mal deut? Wo Obermann Verjäfung mankest, dann war es sehr herrscher. Bei uns. Hast du hier nicht liegen? Woran fällt uns dort auf einmal dann so schwer verjäfen? Für jede Welt wieder neu kommen, aber wie sei dann, woran ist das so schwer? Woran fällt uns dort leichter, Menschen, die wir im Geschäft begegnen, von denen wir dort endlich näher weiter, dort erst schon gläubt, ja, dem behandeln wir freundlich, erst dem, wo ein Fehler passiert, das ist ein Fehler, no, sagt die anderen noch nicht so, die Skulpa, no, nein Probleme, aber der Bruder ihr Schwert. Das ist hier der unverzeihlichste Sinn, was es geben kann. Woran merkt, wieso ein Unterscheid? Kein Töpfchen, den Weltmensch, der wie mit meiner Freundlichkeit begegnet, kriegt nun, wo der als Arrestierten, der lebt sogar am Anlaufen. Aber den Bruder, Desaster, du hast die Schuld schon drauf. Wie behauptet, soll ein Tag mal Verfolgung kommen? Die Martyrerspiel, die merkt uns so maut und auch so gut, wo die Jünger hat, was die Lieder für einen Glauben. Wie wurde vergeben? Oh, wie wurde vergeben? Woher bilden wir uns dann an, wenn wir nicht mal den lebenden Bruder verzeihen? Wenn wir dem einmal was hängen runterhassen, da wollen wir ein Feind auch nicht vergeben, wenn ein Nachbar tut. Dort vergeben ist ein Befehl. Wenn du in den Gottes bist, dann wirst du vergeben. Dort heißt nicht, dass das leicht ist. Und das erste denkt wieder an, wo Jesus soll gesagt haben, wenn die nicht vergeben worden, dann wird die doch nicht vergeben worden. Das ist ein bisschen bedreven, aus so einem Bruch wie dort. Wenn du nicht warst, wird Gott auch nicht. Lest dann mal Epheser 4, 32. Epheser 4, 32. Du sagst, das Wort freundlich tun und da, feinfeilend. Die sollen sehr aufmerksam sein. Die wollen gleich mal, ja, uns wird jetzt bei diesem Bruder an. Feinfeilig sein. Verjäfft ihn du bei euren Onda, ab gnädigem Ort, sollst du auch Gott ans All vergauf, durch Christus. Wunsch dir Mut stark, sollst Christus all haf. Und wie viel haf er die verjäfft? Tal mal Sünde ab. Fang mal an. Weißt du, woher das wichtig ist, das Timotheus, dass Gott uns Fehlsünde vergeben hat und uns du sogar an vertiefen, wo Fehler uns vergeben hat?
Erst noch Kolosser 3, 13 und dann durchhören. Kolosser 3, 13. Kolosser 3, 13. Verdreht und am sich. Und verjäft und am sich ab den nächsten Ort, wann einer gegen den anderen eine Klacht hat. Ich will mir über die Beklaus, was du dort hast, dann sag ich das Furz, dann verjäfel. Dann verjäfel. Worum? So, als Christus jünd vergof, so dort die auch. Wo hat der jünd verjäft? Und dann vertelt Jesus einmal, als er hier wo angelode, dort ist auch zum Wunder, dort zum du angelode hören, in Lukas 7. Lukas 7, Vers 36. Du wie einer von den Pharisäern, und der laut dem Ernst, er soll mal zum Eten kommen. Lukas 7, 36. Dann gehe ich halt nur dem Namen, lehnt sich du am Dach an, handle heute, der Dach wieder leer, lag sich du am Tasse an. In der Früh, wie in dieser Stadt, dort wie eine Sünderin. Und da hat dort ausgefangen, dass Jesus soll dort über eine sein. Dann bringt er sich ein Beutelchen voll dieses Parfüm mit, stellt sich und ja fehltruhend, weinend, sie rohrt, stellt sich hängen bis in die Feit an. Und fängt an, mit der Trune an die Feit nachzumerken. Und mit ihrer Haar wascht sie die Feit auf. Und sie küsst seine Feit. Und geht das Parfüm durch Eva. Und die Pharisäer. Nu sagst mir, aus die Pharisäer ein verjebender Mensch wäre ein verbetternder. Die Pharisäer doch bis ich so, wenn das im wirklichen Prophet wie dann würde ich weiter, was das für ein sinnhaftes Wief ist. Ist der Pharisäer ein Verjäfender oder ein Verbetterter? Ein Verbetterter. Und Jesus wusste, ihr danke Furz. Dann rächte sich nur den Pharisäer und sagte, Simon, ich will dir mal was vertalen. Sei. Ein gewisser Bankier hat zwei Schuldner. Der eine wie ihm 500 Denare schuldig und der andere 50. Hat er sie beide nicht dort zu betonen. Der eine wird sagen, gute Schulden, der andere hat die mit Schulden. Dann sage ich, der Eckstrickchen wird beide. Ein anderer wird nehmen, dass es von meiner Schuld wird, die sind los. Nun sage ich mir, wohner von dieser Bad wird diesem Bankier mehr rechnen. Was sage ich? Der wird 500 Schulden oder 50. Wer wird diesem die Meier rechnen? Je meier Schuld uns für je fort, je meier Rechten wie wort, oder? Nein, sagt Simon, krieg dort so, das ist ja was, den meier schuldig wird. Rasch, sagt Jesus. Sitzt du diese Früh, ich komme an dein Haus nehmen. Du hast mich nicht die Feucht gewaschen, und dann hast du mit der Trune gedone und mit der Haar aufgewaschen. Und Kost hast du mich nicht gejäfft, dort bin ich so viel, so wenig achst du mich. Aber dein Kost sogar meine Feucht. Mit Eil hast du mich nicht im Bett angeschmiert, das soll kein Rätchen. Und sei hast meine Feit mit Salz angeschmiert, mit Parfüm. Nur wenn sei ich dir, das never bewies, dass er viel verjäft, als wenn sie läuft, sei er. Du lächste Punkt. Du lächste Schlädel bei der Verjäfung. Schaust du, wie viel Jesus dich verjäft hat? Lut dir mal nahm. So viel hat er dich verzeiht, und wenn diese kleine Sache kostet dem Bruder der Desaster nicht mehr Unkick. Hol mal dein Boy Schuld. Jen Eva wird der Nächste, die soll schuldig sein. Sagt mir mal, der Schnarch, wenn der Chinese diese 200.000 Jahre Schuld ausgestreckt hat, wo tät der Schnarch, aus der noch mal gerutscht hat, rutscht dort? Wo tät der? Trafft er durch einen, der ist ein klein bisschen schuldig. Haft in der Kolonne weit und sagt, betulde mich, und ich stoppt im Gefängnis. Haft das Knast erkannt, wo viel Amt verjäft wir? Nee, dann will ich mal erkennen. Fang mal an zu evaluieren, deine Sünde, was du getan hast. Und dann sei ich noch einmal in der Sünde, wo ich nicht mal und denke, dass die Ola warst. Und du hältst dort jeden Desaster? Und du jetzt den Bruder aus dem Stich? Da ist dieser nächste Werte, Schwester, weil wir uns vertiefen, wo die Leib Jesus zu uns wird.
denkt an die Vergebung von Christus. Und dann werden wir mal sein, dass uns Hort zu unseren Brüdern nicht aufgehoben wird. Keine Ober, keine Bedingung. Weil wir Gott prachere, forste und bete, wies uns deine Leib, wies mir mal, merk mir doch mal ob, ich sehe euch die Fähne, wie ich mir einst jemand leib. Wofür hast du mir verzeiht? Wo kann ich anders aus dir verzeihen? Schein, wann dann? Wo kann ich anders? Wo ist deine Schuld geblieben? Sag mir mal mehr, wo ist deine Schuld geblieben? Da wird zwischen dir und Gott, wie weißt du? Und da hast du mehr, sagt die Bibel. Wo da ist, denkt, dass deine Schuld wahrzunehmen? Nehmen? Wer wir du? Jesus, dein Opfer. Nun sagst mir mal, wie viel Schuld hat Jesus vergeben? Alle. Wie viel ist für dich geblieben? Keine. Wie viele Bedingungen hat Gott gestellt? Fahre die für jeden Wort. Keine. Die Bibel sagt, ich glaube in den Herrn Jesus. Ja, dort stimmt. Aber auf die Vergebung, du hast keine Bedingung für. Wofür wirst du noch gehen, die in die Saste Hölle? Der wird lassen, wer die geplüdert hat. Wofür wirst du nur noch gehen, die in den Bruder Hölle? Ne, deine Meinung nur, der hat es das nicht aus die Tausate. Wofür wirst du gehen, die in Hölle? Nur weil wir uns Hand schneiden und demütig vor Jesus kommen und abriemen. Himmlischer Vater, Dank schön, dass deine Vergebung noch andere als das andere. Dank schön, dass ihr bedingungslos ist. Dank schön, dass ihr ganz waschen umwärts die Schuld. Liehe uns hart, diese Vergebung zu haben. Mehr kannst du die Uhr. Wo Säuer hast du uns geläuft, dass du um Schritt hängen wolltest? Die wird angecheckt, dass wenn du die schlimmste Sünder wirst, die nicht jemals die Gift hat, du drückst all unsere Schuld. So hat die Vergebung gekostet. Und wenn uns das einmal was kosten soll, dann wollen wir uns dort nicht. Dann wollen wir dort nicht. Verzeih uns. Herr, du sitzt, wo wir uns nicht entschlossen haben, eine Vergebung zu leben. Und ich brauche die nur ein Furz, die Versuche, die weitet nicht auch. Und die wird uns nicht angreifen, die wird uns anbellen, die wird uns verschiedenste Verhäule wählen, warum das nicht schaffen wird. Aber an die, Jesus Christus, dienen siegreichen Namen als Vergebung. Und an diesem Namen, Jesus, riecht die Vergebung wieder. Wir loben die. Wir haben die Säuerlei für Jesus. Komm bald drei. Wir möchten hier bei dir sein. Amen.
Nummer 238. Bruder, weißt du, warum ich so glücklich darf sein und warum mein Herz ist voller Freude? Oh, ich freu mich zu wissen, der Himmel ist mein, seit mich Jesus von Schuld hat befreit. Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei. Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei. Oh, mein Herz, es jubelt so glücklich und frei, denn er riss meinen Schuldbrief entzwei. Schwer beladen ich halte im Glauben zu ihm. Was sagt Jesus am Kreuz? Von der Letzten. Wo wird wir nun? Vollbracht. Vollbracht ist das selbe Wort, was die Griechen immer über ihre Schuldzadel schreiben. Vollbracht. Das ist ganz betont. Wo sind die Schuldzadel bei uns von dir geblieben? Sind die alle betont? Denkt daran, die Schwester, Vergebung ist nicht in einmal das Ding. Wo glaubst du, dass du so tun, die war Tachlute, mit bloß, dass du einmal gesagt hast, ich verzeih dir. Dort wollte die Marihuana andrehen wollen. Du weißt doch, wie die deut. Dann wies dem, was ab deine Schuldsadel nicht steht. Parado, das ist betult. Weil wir noch einmal Gott anrufen. Fuda. Dankeschön, dass wie der Jesus die Kraft hatte für jeden, was uns allmählich schien. An diese Vergebung und an diese Freude werden wir nun von den anderen gehen. Möcht ihr Herr jünd sehen, möcht ihr jünd an Erkenntnis und an den Leib teilnehmen lassen und an der Erkenntnis von der Vergebung
und uns wiedersehen in Frieden, in seinen Frieden. Amen.